Der Prophet Jesaja sagt uns, Jesaja 44, Koamar Hashem, so hat Hashem gesagt, Melech Israel veGoalo, der König Israel und sein Retter. Adonai Zvaot, Ani Rishon, Vani Acharon, Umibaladai en Elohim. Hashem sagt, ich bin der König von Israel. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Was heißt das, ich bin der Erste und ich bin der Letzte? Wir haben ein Gebot, wenn du ein Viech kaufen willst, eine Kuh. Irgendwelche Sachen, die du kaufen musst. Ich will jetzt diesen Becher kaufen. Ich muss, wenn ich Geld bezahle, es gehört noch nicht mir. Es gilt nur dann als mein Eigentum, wenn ich es erhoben habe. Kinyan. Ein Kinyan gemacht. Ich habe es erhoben, jetzt gehört es mir. Auch wenn ich kein Geld bezahlt habe. Wie viel verkaufst du es? 10 Euro. Okay, ich nehme das. Ich kaufe. Ich sage, ich kaufe. Wenn ich es gehoben habe, es gehört schon mir. Ich kann aber das Auto nicht heben. Was? Ich kann das Auto nicht heben. Warte kurz, ich komme gleich zum Auto. Und jetzt. Du, wenn ich es gehoben habe, gehört es mir. Und die Frau kannst du auch nicht heben. Oder? Das ist schwer. Aber jetzt. Wenn du, der Talmud, jetzt unsere Weisen fragen. Wenn du eine Kuh kaufen willst, wie kannst du die Kuh heben? Die legst du auf den Ding auf, ja, auf den Traktor hin. Wie Traktor, damals gab es keinen Traktor, nur Hebräisch. Sondern es gibt zwei Wege, ein Viech, eine Kuh, eine Ziege. Es gibt zwei Wege, sie zu heben. Behema niknet bemishicha. Entweder heben oder wenn du sie ziehst. Wenn du sie zu dir ziehst. Zum Beispiel, du nimmst sie zu dir nach Hause oder zu deinem Stall. Dann gehört sie dir. Aber und jetzt, es gibt zwei Wege, wie ich diese Kuh zu mir in den Stall bringen kann. Entweder ich komme von hinten und peitsche sie von hinten aus. Dio, da, disch, disch. Und diese Kuh geht langsam, langsam, wohin ich sie führe. Oder es gibt einen einfacheren Weg. Ich nehme einen Stock mit ein bisschen Grünzeug und so vor den Kopf von der Kuh. Sie sieht was Grünes, schmeckt gut und sie geht dorthin. Und du lockst sie dorthin, wo sie gehen soll. Verstanden? Zwei Wege. Ein Viech dorthin zu bringen, wo du es herbringen willst. Entweder durch Schläge von hinten oder durch irgendeinen Köder von vorne. Hashem sagt, ich bin euer König, ob du willst oder nicht. Ich bin, ich war, ich bin und werde dein König bleiben. Es ist aber... Und das hängt nicht von dir ab. König bleibe ich sowieso. Aber wie ich dein König bin, hängt von dir ab. Entweder Ani Rishon oder Ani Acharon. Entweder ich bin der Erste oder ich bin der Letzte. Das heißt, entweder ich bin der Erste, das heißt, ich gebe dir einen Köder vor dir und du kommst, wow, so schön. Ich will Shabbat, Chagim, Sukkot. Und du gehst mit Liebe zu Hashem. Das ist die erste Möglichkeit. Oder es gibt die andere Möglichkeit. Ani Acharon, ich bin der Letzte. Das heißt, wenn man Schläge von hinten bekommt, manchmal, oh, wow, Hashem, ja, jetzt, ich bin ich. Hazarabi Tshuva, ab jetzt, ich werde ein guter Mensch sein. Ja? Das heißt, nicht warten, bis du die Schläge bekommst von hinten. Komm lieber von vorne. Hashem, Ani Rishon, von vorne. Komm und schau, wie schön alles bei Am Israel ist, alles im Untum ist und diene Gott von der schönen Seite.